Liebe Genossinnen und Genossen, vor zwei Wochen haben wir unser Wahlprogramm verabschiedet mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Heute folgt mit der Wahl der Landesliste, dass wir uns für den Wahlkampf mit Köpfen versehen. Der Landesvorstand hat euch einen 35 Köpfe umfassenden Vorschlag vorgelegt. Der Landesvorstand schlägt euch vor, eine Landesliste zu wählen, die insgesamt 50 Kandidatinnen und Kandidaten umfasst. Und meine Aufgabe ist jetzt hier, diesen Personalvorschlag, den ihr heute Morgen erhalten habt, zu begründen. Das ist natürlich Kollektivarbeit gewesen und es ist Kollektivarbeit, die sich schon seit längerer Zeit hinzieht. Aber ihr wisst es immer, Personalfragen sind sehr sensible Fragen und deswegen war es auch nicht so ganz ohne. Es war durchaus ein Prozess mit vielen, vielen Gesprächen, mit viel Kommunikation. Und das Ganze begann vor einem Dreivierteljahr, als der Landesvorstand eine Personalgruppe gebildet hat. Eine Personalgruppe, die bestand aus Udo Wolf, aus mir, aus zwei meiner Stellvertreter, die diese Gespräche zu führen hatte und die auch für die Bezirke als Ansprechpartner zur Verfügung stand. Ziel dieser Personalgruppe war es, für den Landesvorstand eine Beschlussgrundlage zu erarbeiten. Und wir haben uns selbst das Ziel gesetzt, einen Vorschlag zu machen, der in der kommenden Legislaturperiode eine Fraktion ermöglicht, die den inhaltlich-politischen Ansprüchen gerecht werden kann, vor denen wir stehen. Und liebe Genossinnen und Genossen, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Kriterien, die man anlegen kann. Die Fraktion soll die Stadt in ihrer Verschiedenheit abbilden. Sie soll jüngere und ältere Menschen umfassen, selbstverständlich geschlechterquotiert sein. Sie soll unterschiedliche kulturelle Erfahrungen widerspiegeln, sozial, aber auch nach dem Herkunftshintergrund. Es sollen Verankerungen in den verschiedenen politischen Themenfeldern geben. Es gibt unterschiedliche Stärken, die eine solche Fraktion braucht, um streitbar zu sein und gut Politik machen zu können. Man braucht in einer solchen Fraktion Menschen, die mal polarisieren, die auch mal zuspitzen, die auch mal auf die Pauke hauen. Man braucht aber auch andere, die integrieren, die dafür sorgen, dass man sich am Ende wieder zusammenrauft, dass man weitermacht, dass man miteinander Politik macht. Das sind Eigenschaften, die eine ist so, der andere ist so. Ihr kennt das alle aus euren Debatten in der Basisorganisation, auf den Hauptversammlungen, in den Bezirksvorständen. In einer solchen Fraktion müssen sich unterschiedliche Erfahrungshorizonte wiederfinden, die auch aus unterschiedlichen politischen Biografien resultieren. Ost wie West, Gewerkschaftsengagement, Parteien, Initiativen und auch die spezifische Verankerung in den Quartieren unserer Stadt ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Es geht um fachliche Hintergründe. Da haben wir die Frage aufzuwerfen und da müssen wir uns dann auch Rechenschaft ablegen, in welchen Themenfeldern sind wir gut sachlich und fachlich aufgestellt. Wo sind wir vielleicht eher ein bisschen schwach auf der Brust und können Verstärkung gebrauchen? Und schließlich spielt natürlich auch die Frage der Erfahrung eine Rolle. In einer solchen Fraktion werden Menschen gebraucht, die über lange Parlamentserfahrung verfügen, aber man braucht immer auch welche, die mit neuer Initiative, mit neuem Schwung in ein solches Parlament kommen. Die Fraktion muss am Ende eine gute Mischung aus alten Häsinnen und alten Hasen sein, auf der einen Seite, und jüngeren und nachwachsenden Potenzialen auf der anderen Seite. Und schließlich, du brauchst immer Generalisten und du brauchst auch Menschen, die fachlich sehr, sehr spezialisiert sind. Wir brauchen am Ende eine gute Mischung aus beiden. Am besten ist natürlich immer, es kommt beides zusammen. Ein weiterer Aspekt, der für die Arbeit unserer Personalgruppe nicht ganz unproblematisch war, ist das Wahlrecht. Und das verkompliziert die Aufgabe immer ein wenig. Wir haben Wahlkreisnominierungen in den Bezirksverbänden. Und wir haben auf der anderen Seite immer die Frage, die alle bewegt, wie relevant ist eigentlich die Liste? Und das wissen diejenigen, die seit langer Zeit dabei sind, dass es ein widersprüchliches System kommunizierender Röhren zwischen Wahlkreisen einerseits und Liste andererseits gibt. Wir haben im Jahr 2001 ein Spitzenergebnis eingefahren. Wir haben im Osten die Wahlkreise flächendeckend gewonnen. Das bedeutete, dass die Liste zunächst kaum relevant war. Ich glaube, ein einziger Listenplatz ist gezogen. Ein Jahr später waren die Nachrückerkandidatinnen und Kandidaten auf Listenplatz 22 bis 25 Mode und sind ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Das hat so keiner vorausgesehen. Jahr 2006
haben wir deutlich weniger Wahlkreise gewonnen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Liste auf einen Ritt relativ weit zog. Aber es gibt überhaupt keine Logik, die sagt, schlechtes Wahlergebnis, Liste wichtig, gutes Wahlergebnis, Wahlkreise wichtig. Das ist auch Quatsch. Denn je nach dem Verhältnis zwischen unserem Wahlergebnis und den Wahlergebnissen anderer Parteien, ja sogar nach deren Wahlergebnis in Verteilung auf Wahlkreise und Liste, ergibt sich eine völlig unterschiedliche Konstellation, was auch für uns mit Auswirkungen konfrontiert sein kann, die wir oftmals am Wahlabend selbst noch nicht mal wissen. Es gibt dann immer Ausgleichs- und Überhangmandate und dergleichen mehr. Und das führt dazu, dass wir nur sehr schwer sichere Aussagen über die letztliche Bedeutung der Liste treffen können. Wir haben als Personalgruppe auf die Hauptversammlung gewartet. Wir haben gesagt, wir wollen uns dann zu unserer abschließenden Tagung zusammensetzen, um den Vorschlag für den Landesvorstand zu unterbreiten, wenn wir wissen, wie die Nominierungen in den Direktwahlkreisen in den Bezirken gelaufen sind. Und wir haben am vergangenen Dienstag im Landesvorstand dann die Debatte um den Listenvorschlag gehabt und wir haben dann am vergangenen Dienstag diesen Vorschlag entschieden und seitdem ist er ja auch in der Welt. Die Aufgabe von Landesvorstand und Personalgruppe ist schließlich auch in dritter Hinsicht nicht ganz einfach, weil natürlich wisst ihr alle, dass Personalentscheidungen rein inhaltliche Entscheidungen sind, aber das ist natürlich nur auf einer sehr abstrakten Ebene so. Denn jeder Nominierungsvorschlag wird auch als Bewertung der eigenen inhaltlichen Arbeit, als Würdigung des eigenen personellen Angebots an die Partei betrachtet. Und dann gibt es Spekulationen und Nervositäten. Und wie wir alle wissen, ist ein Abgeordnetenmandat nicht nur ein politisches Wirkungsfeld, sondern es ist mit Prestige verbunden und es ist nicht zuletzt auch die soziale Absicherung für die Dauer einer Legislaturperiode. Und insofern ist es völlig normal, dass die Frage einer Mandatierung auch Menschen in sehr persönlicher Weise bewegt. Ich finde das absolut verständlich und nachvollziehbar. Wir müssen und mussten das auch immer im Kopf haben und es ist auch menschlich zutiefst verständlich. Insoweit ist der Vorschlag, den wir euch heute vorlegen, das Ergebnis vieler Gespräche und Debatten und die Herausforderung, einen Listenvorschlag auf den Tisch zu legen, in dem alle Aspekte, die wichtig sind für die Nominierung einer neuen Fraktion, gleichermaßen Berücksichtigung finden können, ist mehr oder weniger die Quadratur des Kreises. Jede und jeder hat einen anderen Blick auf Abgeordnete oder potenzielle Abgeordnete. Basisorganisationen wünschen sich sicherlich, dass ihre Abgeordneten regelmäßig in den BU-Sitzungen präsent sind, dass sie zur Debatte stehen, berichten, informieren und die Diskussion in den Basisorganisationen beleben. Die Bezirksverbände legen zu Recht Wert auf lokale Verankerung. Sie legen darauf Wert, dass die Abgeordneten sich um Wahlkreis- und Kontaktpflege kümmern, dass sie mit Initiativen und politischen Akteurinnen und Akteuren im überregionalen Feld regelmäßig zusammenarbeiten. Sie erwarten, dass Sie den Kontakt zu den BVV-Fraktionen und Bezirksvorständen halten. Und Sie möchten natürlich auch, dass die Abgeordneten lebhafte und permanente Kommunikation im Bezirksverband mitbewirken. Und Fraktion und Landesvorstand haben dann wieder einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Sie sehen die strategischen Anforderungen und Interessen auf Landesebene. Sie sehen ganz konkrete Erwartungen an das zu leistende Arbeitspensum. Und Sie wissen, Ausschüsse müssen besetzt werden. Im Plenum muss vernünftig die Präsenz der Partei abgesichert werden und Ideen und Konzepte entwickeln sich auch nicht von allein, sondern das ist ein Prozess, der miteinander bewerkstelligt werden muss. Und schließlich gibt es eine Mediengesellschaft, die schaut auf all das, sie transportiert, was wir tun, sie nimmt wahr, sie wertet bestimmte Entscheidungen auf, andere ab und das ist sicherlich nicht primäres Maß. Wir machen unsere Politik ja in erster Linie für die Berlinerinnen und Berliner, aber natürlich wissen wir alle, mit Personalentscheidungen setzt eine Partei auch Symbole. Sie signalisiert Signale, sie kommuniziert und vermittelt Botschaften, mit wem sie auf welche Art und Weise unsere Stadt verändern will. Wir haben das alles zusammengefasst, wir haben das alles intensiv diskutiert. Dazu zählte permanent die Perspektive zu wechseln, mitzudenken und zu überlegen, zu kommunizieren. Und das hat allen Beteiligten, nicht zuletzt auch den Kandidatinnen und Kandidaten, durchaus ein ziemliches Maß an Belastung abverlangt. Aber es nützt ja nichts, wenn du beispielsweise drei Bildungspolitikerinnen oder Bildungspolitiker unglaublich gut leiden kannst und vielleicht mit jemandem, der Stadtentwicklung macht, nicht so gut klarkommst, weil eine Fraktion, die nur aus Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern besteht, kann die Stadtpolitik auch nicht rocken. Insofern geht es an dieser Stelle nicht darum, seine persönlichen Sichten auf die Dinge in den Vordergrund zu stellen, sondern die Distanz herzustellen, zu einer Abwägung zu kommen, die am Ende versucht, eine handlungsfähige Fraktion hinzubekommen.
Wir haben viele gute Leute. Ich würde ganz viele gerne auf Platz 1 setzen. Aber eine Liste fängt eben immer mit Platz 1 an und endet irgendwann. Und auch wenn sich letztlich über die Relevanz der Liste noch nichts Abschließendes sagen lässt, ist doch eins klar, je weiter hinten, desto geringer die Aussichten, das Mandat tatsächlich entweder am Anfang oder im Laufe der Legislaturperiode antreten zu können. Damit ist das Feld aufgerissen, an dem wir unseren Listenvorschlag erarbeitet haben. Der SIMA-Vorschlag ist ja bereits seit Januar bekannt. Harald Wolff ist Spitze. Er soll mit Platz 1 die Liste anführen. Er ist bekannt und der durchaus geachteste Politiker der Linken hier in der Stadt. Wenn man regelmäßigen Umfragen glauben darf, aber auch den Schädelparaden, wie sie in den Hauptstadtzeitungen, insbesondere in einer, so in regelmäßigen Abständen zu sehen sind. Aber ich glaube, Harald hat heute Morgen auch gezeigt, was er kann. Und er ist derjenige, den wir mit Stolz auf die geleistete Arbeit im Senat, mit Stolz auf die politische Erfahrung, die Harald mitbringt, für den Spitzenplatz auf unserer Landesliste vorschlagen. Carola Blum und Katrin Lomscher haben bewiesen, dass sie kämpfen können. Im Senat und in der Stadtgesellschaft als Regierungsmitglieder um den Erfolg unserer politischen Inhalte. Und ich glaube, es ist auch ein politisches Zeichen, dass wir sagen, nach 10 Jahren politischer Arbeit in Regierungsverantwortung in dieser Stadt zeigen wir, dass wir diejenigen, die diese Politik an vorderster Front mit vertreten haben, an die Spitze unserer Liste setzen. Carola und Katrin sollen Listenplatz 2 und Listenplatz 3 bekommen. Sie sollen hinter Harald, flankierend links und rechts von Harald, in den Wahlkampf mit uns gehen. Und auch dafür bitten wir um eure Zustimmung bei den nachher stattfindenden Wahlgängen. Katrin Möller ist seit Jahren stellvertretende Landesvorsitzende hier in Berlin, ist Betriebsrätin und Gewerkschafterin, ist in einer Vollbeschäftigung als Sozialarbeiterin tätig, gut vernetzt in der Landschaft der sozialen Arbeit in unserer Stadt, aber nicht nur das. Katrin hat neue Wege in der Parteientwicklung aufgestoßen oder ist neue Wege in der Parteientwicklung gegangen. Sie hat Basisarbeit, Landesvorstandstätigkeit, Landesarbeitsgemeinschaft, Engagement, Nachwuchsförderung und innerparteiliche Kommunikation immer in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Und das, wie gesagt, neben einem Beruf, der ihr eigentlich alles abverlangt hat. Katrin ist engagiert für politische Bildung, für Gleichstellungspolitik, für soziale Arbeit in unserer Stadt. Und Katrin soll diese Arbeit fortsetzen können, jenseits des Schichtbetriebs, als ein neues Gesicht in unserer Fraktion mit Bodenhaftung und Parteiverankerung. Wir wissen alle, wie wichtig das für unsere Landesorganisation ist. Und deswegen bitte ich an dieser Stelle auch, dass ihr Katrin Unterstützung und Vertrauen gebt, damit sie auf den ersten 7 Plätzen der Landesliste erfolgreich ins Abgeordnetenhaus einrücken kann. Dann gibt es eine Reihe von Menschen, auf die eine Fraktion und gerade diese Fraktion auch in der nächsten Legislaturperiode einfach nicht verzichten kann. Da ist einerseits unser Fraktionsvorsitzender Udo Wolff, da ist andererseits Martina Michels, unsere Europa- und Medienpolitikerin, die jahrelang als Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses auch ein präsentierendes Gesicht unserer Partei war, in einer Repräsentationsfunktion. Wir wissen bei Petra, wir wissen bei anderen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten der Landtage, wie wichtig es ist, auch in diesem repräsentativen Bereich tätig zu sein. Aber Martina hat über Jahre hinweg die Mietenpolitik unserer Stadt, unserer Partei in der Stadt begleitet. Sie hat in den letzten Jahren im Ausschuss der Regionen in Brüssel mitgearbeitet. Sie hat über Jahre hinweg die Europa-, Medien- und Bundespolitik unserer Partei im Abgeordnetenhaus kompetent betreut. Sie gehört in diese Fraktion. Genauso wie die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Marion und Jutta, also Martina ist ja auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Marion, die als Innenpolitikerin aus meiner Sicht in unserer Fraktion nicht wegzudenken ist, die über Jahre hinweg ein Netz aufgebaut hat in die Initiativen, die sich mit bürgerrechtspolitischen Fragen beschäftigen auf der einen Seite, aber auch in Richtung GdP, in Richtung Gewerkschaften und Personalräte, in Richtung Polizeiführung in dieser Stadt. Und ich glaube, dass man zum Beispiel sagen kann, die Kennzeichnungspflicht in Berlin würde es ohne Marion Selig nicht geben. Jutta Matuszek hat jahrelang als verkehrspolitische Sprecherin sich einen Namen gemacht. Sie hat nicht nur
mit den Beschäftigten in den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen gearbeitet, sondern auch mit den Nahverkehrsverbänden, mit dem BUND, mit dem NABU, mit anderen, ein ganz intensives Netzwerk engagiert betreut. Und nachdem uns ein Kollege aus unserer Fraktion im Laufe der Legislaturperiode Richtung SPD verlassen hat, hat Jutta sich zusätzlich noch etwas auf den Rücken gebürdet, um was sie niemand beneidet hat in dieser Fraktion, nämlich um das ganze politische Feld der Haushaltspolitik in der Stadt. Und wenn jemand Haushaltspolitik in dieser Stadt schon mal aus der Nähe begleitet hat, unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker können das regelmäßig, aber auch die Mitglieder unserer Fraktion, dann wissen sie alle, was das bedeutet. Es ist eigentlich Knochenarbeit. Nicht Jutta allein hat Haushaltspolitik gemacht, in der Personalgruppe, in der Haushaltsgruppe sind auch andere Menschen, deren Namen ich nachher noch erwähnen werde. Aber es ist einfach so, dass Jutta als haushaltspolitische Sprecherin das fiskalpolitische Gesicht unserer Fraktion in den letzten Monaten war und sich da sehr, sehr schnell ein hohes Maß an Anerkennung erarbeitet hat. Und deswegen bestand gar kein Zweifel, dass auch Jutta auf dem Vorschlag einen Platz hat, einen wichtigen Platz hat. Und ich hoffe, dass wir ihr alle unsere Unterstützung an dieser Stelle geben. Jutta ist heute krank. Jutta ist deswegen heute auch nicht hier. Aber ich denke, das muss uns überhaupt nicht hindern, Jutta mit einem ordentlichen Ergebnis auf die Liste zu wählen. Uwe Döring ist unser parlamentarischer Geschäftsführer, aber das wäre zu einfach, Uwe auf diese Rolle zu reduzieren. Uwe ist sicherlich derjenige, der professionell und mit Übersicht das Parlamentsgeschehen managt. Davon kriegt die Öffentlichkeit kaum etwas mit. Die Öffentlichkeit kriegt nur mit, dass bei uns nicht so viel schief geht. Und das ist auch eine ganze Menge. Man würde relativ schnell merken, wenn Uwe nicht mehr da wäre. Aber darüber hinaus ist Uwe auch sowas wie die Feuerwehr. Er hat als Generalist immer wieder sich in kürzester Zeit in Themen eingearbeitet, in denen wir schwach auf der Brust waren. Uwe hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren eine ganz wichtige Rolle gespielt bei der Zusammenfassung unserer Wohnen- und Mietenpolitischen Konzeption. Und ihr erinnert euch an die Auftritte der Mieterinnen und Mieter aus dem Fanny-Hensel-Kiez auf unseren Parteitagen. Ihr erinnert euch an diverse Ereignisse, die sich in den letzten Jahren abgespielt haben, wenn es um Gentrifizierung ging, um Verdrängung aus den Kiezen. Und da war Uwe Döring immer einer der Ersten, die als Ansprechpartner da waren, die hingegangen sind, die mitdiskutiert haben, die versucht haben, nach Lösungen zu suchen. Uwe hat ganz großartige Arbeit in der Fraktion geleistet. Und auch Uwe Döring haben wir euch für die Landesliste vorgeschlagen auf einem der vorderen Plätze. Ihr merkt schon, ich könnte jetzt an dieser Stelle noch eine ganze Menge weitermachen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen tun, weil die Genossinnen und Genossen, die ich jetzt nenne, euch auch alle bekannt sind. Ihr sie von Parteitagen kennt, ihr sie aus den Medien kennt, ihr sie aus den Basisorganisationen kennt, aus den Debatten der letzten Wochen und Monate um das Parteiprogramm, um das Wahlprogramm. Aber Menschen wie Gabi Hiller, Gernot Klemm, Evrim Baba, Wolfgang Brauer, Steffen Zillig, Wolfgang Albers sind alles Menschen, die fachpolitisch Felder in unserer Fraktion mit einer Kompetenz belegt haben, sich einen Namen erworben haben und die in dieser Fraktion Themenfelder abdecken, auf die wir nicht verzichten können, ob es die Gesundheits- und Wissenschaftspolitik ist, ob es die Schul- und Bildungspolitik ist, ob es Kultur- und Wissenschafts-, ob es Wirtschaftspolitik ist oder die Gleichstellungspolitik. Und das sind nur ihre prioritären Qualitäten. Sie haben alle eine wichtige Rolle gespielt beim Zusammenhalt unserer Fraktion, bei den Auseinandersetzungen und Streits. Sie haben dafür gesorgt, dass wir uns als Fraktion am Ende zusammengerafft und vernünftige politische Ergebnisse abgeliefert haben, wofür ich Ihnen nicht nur danken möchte, sondern wofür wir als Landesvorstand auch meinen, wir wollen Sie in der neuen Fraktion sehen, wir wollen Sie mit guten Listenplätzen auf diese Liste gesetzt sehen. Und jetzt gibt es einen Namen, der euch vielleicht allen nicht so vertraut ist. Manche kennen ihn, insbesondere diejenigen, die in diesen politischen Feldern sehr, sehr lange aktiv sind. Als deutliches Zeichen interkultureller Öffnung unserer Liste haben wir auf Platz 10 Hakan Tasch gewonnen für eine Kandidatur. Hakan ist Mitglied unserer Partei seit langer Zeit. Er ist als stellvertretender Vorsitzender des Integrationsbeirats maßgeblich unser Partner gewesen, als es die harte Schlacht zu schlagen galt mit der SPD um die Schaffung unseres Berliner Integrations- und Teilhabegesetzes. Partizipation und Teilhabegesetz, das ist das Integrationsgesetz, wollen wir in der nächsten Legislaturperiode machen. Es war ein langer Kampf, bei der SPD überhaupt durchzusetzen, dass aus den Reihen der Migrantinnen und Migranten ein Vertreter der Community oder eine Vertreterin der Community Stellvertreterin oder Stellvertreter von Carola
als Vorsitzender dieses Beirats gewählt wird. Und ich kann mich erinnern, was insbesondere die Justizverwaltung an Vorbehalten, an rechtlichen Einwänden vorbrachte, warum das überhaupt nicht ginge. Und dass Staatssekretäre erklärt haben, sie werden nicht mehr daran teilnehmen an diesem Gremium, wenn die demokratische Legitimation unter Bruch von Verfassung und einfachem Recht an dieser Stelle nicht mehr gewährleistet wird. Am Ende haben wir es geschafft. Am Ende hat es der Arbeit dieses Integrationsbeirats überhaupt keinen Abbruch getan. Es hat seine Ausstrahlung und insbesondere seinen Stellenwert in der Community eher erhöht. Und Hakan ist der Erste, der aus den Reihen der Migrantinnen und Migranten-Community zum stellvertretenden Vorsitzenden dieses Beirats gewählt worden ist. Er hat Kontakte nicht nur in eine der vielen Communities von Migrantinnen und Migranten in der Stadt, sondern in viele von ihnen. Er hält den Kontakt zu den Projekten. Er ist in der schwul-lesbischen Community aktiv und er steht mit seiner Person dafür, dass wir den Weg weitergehen. Teilhabe und Gleichberechtigung zum zentralen Dreh- und Angelpunkt einer sozialen Integrationspolitik zu machen, statt Anpassungs- und Assimilierungsforderungen mit Ausgrenzung, Repression und Diskriminierung zu verbinden. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, Hakan für eine solche Kandidatur zu gewinnen. Und ich möchte im Namen von Landesvorstand und Personalgruppe euch auch an dieser Stelle um eine möglichst gute Unterstützung für Hakans Kandidatur bitten. Ich habe jetzt noch ganz viele Notizen hier auf diesem Zettel und ich kann jetzt noch ganz viele Sachen sagen zu Almut Nehring-Wehnes, zu Heidi Klor, zu Sören Benn und Evelyn Lemmer, zu Henrike Klein, zu Tobias Schulze, zu Fiegen, zu Manuela Schmidt, zu Felix Lederle, dem Arbeitstier, zu Julia Wiedemann. Also ich habe ganz viele Notizen noch. Ich lasse es jetzt trotzdem. Ich mache jetzt einfach einen Punkt und sage, ihr alle kennt viele dieser Genossinnen und Genossen und wir werden sicherlich nachher noch viel in ihrer Vorstellung zu ihrem Profil hören. Ich bin der festen Überzeugung, bis Platz 50 sollen auf unserer Landesliste Menschen kandidieren, die nicht nur Spaßkandidaturen probieren, sondern die allen Ernstes mit Verankerung, mit Rückenwind in der Stadtgesellschaft, mit ernsthafter Beteiligung an unserer Wahlprogrammdebatte und an der Entwicklung unseres politischen Profils unsere Partei nach außen vertreten können. Und ob das Michael Nelken mit der Baupolitik ist, Tobias Schulze, der einen Namen in der studentischen und in der Wissenschaftscommunity in unserer Stadt hat, wie kaum jemand anders. Wie gesagt, zu jedem und zu jeder ließe sich noch viel sagen. Ich klemme mir das jetzt an dieser Stelle, weil ich denke, dass ihr alle die Genossinnen und Genossen kennt und der Vorschlag jetzt irgendwann beginnt, auch für sich selbst zu sprechen. Mir war es besonders wichtig, deutlich zu machen, mit welcher Logik wir an den Vorschlag rangegangen sind, welches Verfahren wir gewählt haben, wie wir versucht haben, auf der Liste eine vernünftig austarierte Gesamtkonzeption vorzulegen. Der vorliegende Vorschlag ist das, was wir unter dem Strich überzeugend fanden. Es ist das Ergebnis einer Abwägung, die, so finden wir, das Beste ist, was wir dem Parteitag anbieten können. Jetzt müsst ihr entscheiden. Und wenn ihr euch davon überzeugen könnt, dass unsere Abwägung zutreffend ist, dann bitte ich euch um eure Unterstützung für den Vorschlag. Und wenn ihr ihn nicht überzeugend findet, dann werdet ihr ihn korrigieren. Das ist eure Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen. So oder so findet an diesem Wochenende eine lange Zeit der Wahlvorbereitung, eine intensive Arbeitsphase innerhalb der Partei ihren Abschluss. Wir haben das Wahlprogramm in der breiten Debatte diskutiert und mit großer Einmütigkeit beschlossen. Wir haben die Bezirkswahlprogramme breit diskutiert und über die bezirklichen Wahlvorschläge entschieden. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten für die Abgeordnetenhauswahlkreise gewählt. Wir haben viel Sitzungssozialismus betrieben, das war gut und notwendig. Aber genauso notwendig ist nach diesem Wochenende die Aktivität, die wir auf dieser Grundlage entfalten können, um Berlin zu überzeugen. Es ist am Ende nicht nur wichtig, dass wir um die individuellen Plätze im Parlament kämpfen, sondern dass wir insgesamt stärker werden. Denn eins ist klar, wenn wir zulegen und nur wenn wir deutlich zulegen, werden wir noch mehr Abgeordnete als Parlament entsenden können, als wir augenblicklich haben. Und damit wir vernünftige Politik machen können, brauchen wir viele qualifizierte Köpfe im Parlament. Nicht nur unter den ersten 10, nicht nur unter den ersten 20 Listenplätzen, sondern unter all unseren personellen Vorschlägen, unter unserem ganzen Personalangebot, mit dem wir gemeinsam Wahlkampf machen.
Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, zu diesem Finale an diesem Wochenende wünsche ich uns allen viel Erfolg, viel Gelassenheit, viel Geduld, vielleicht auch ein bisschen Freude bei all dem, obwohl ich weiß, dass ein Wahlmarathon immer nur begrenzte Ausstrahlungskraft hat auf die Stimmung im Saal. Aber mit dem heutigen Tag und mit dem morgigen Tag ist der letzte Grundstein gelegt, damit wir in den Wahlkampf starten können. Und das müssen wir dann auch tun. Vielen Dank.